Servus ihr Lieben, willkommen zum nächsten Video hier aus dem Saarland mit dem Holger. Hallo. Und ja, Holger, wo sind wir jetzt hier heute? Es sieht hier ein bisschen wüst aus, wir stehen hier so bei einem Lindenbaum, oder? Das ist ein Buche, glaube ich. Ja, ja, genau. Und Holger, wo sind wir hier gerade? Wir sind mal mitten im Wald. Das ist im Saarland gar nicht so schwer, weil es hier ganz viel Wald gibt. Korrekterweise sind wir hinter Oppel. Das ist in der Nähe von, ja, Einsbach, so hinter Merzig. Und hier gibt es eine Odilienquelle, eine Odilienkapelle. Und vielleicht willst du zu Odilie selber noch was sagen. Ursprünglich hatten wir den Spot gar nicht auf dem Tourenplan. Aber da wir jetzt gerade hier vorbeigefahren sind, ich war hier schon mal, ich fände es hier ganz spannend, dachte ich, wir gucken mal. Und dann hatten wir schon wieder, haben wir schon wieder gedacht, gut gemacht, dass wir hier sind. Aber erzähl mal. Genau, also vielleicht kurz zu der Odilie. Jeder dürfte vielleicht das Wallfahrtskloster St. Odile im Elsass kennen. Das Problem ist eben, dass bei der Odilie man nicht genau weiß, um was es sich denn eigentlich oder um wen es sich denn eigentlich dabei handelt und welchen Kult ihr immer so dazu beigetragen wird oder den sie übernommen hat. Man geht davon aus, dass die heilige Odilie eben ein Fruchtbarkeitskult hatte und dass man da eben viele Frauen, wenn sie einen Kinderwunsch hatten, da eben sie angebetet haben. Und was ich aber jetzt hier ganz spannend finde, ist eigentlich, dass wir hier wieder ein Quellheiligtum hatten. Wir hatten schon ist eigentlich das zweite Quellheiligtum, was wir jetzt hier auf unserer Tour dieses Jahr haben. Und hier ist eigentlich ein ganz besonderes Thema, weil wir sind jetzt, glaube ich, 20 Minuten hier und die Leute strömen hierher und befüllen sich die Flaschen mit dem Wasser, also mit dem Quellwasser, was hier wirklich tatsächlich noch in Strömen läuft, also wirklich sehr intensiv. Und diesem Quellwasser wird halt eben wie immer eine starke, gesundheitsfördernde oder vielleicht auch vermehrte Fruchtbarkeitsempfängnis zugesprochen. Und das spricht dann halt eben wieder ganz genau für ein Quellheiligtum aus vorgeschichtlicher Zeit. Problem ist hier bei dieser Kirche, wir wissen überhaupt gar nicht, wann sie erbaut worden ist. Also es gibt eine Sage dazu, dass im 30-jährigen Krieg die Schweden quasi hierher gekommen sind und die Menschen hierher geflüchtet sind und verschont worden sind von den Plünderungen der Schweden. Und dass eben dann irgendwann später mal eine Holzkonstruktion abgefackelt ist und man dann später nach dem 30-jährigen Krieg hier eine Steinkapelle dann draufgesetzt hat. Und es wird auf dieser Infotafel hier von keiner Gründungsphase gesprochen. Also wenn ihr da irgendwie etwas wisst, gerne mal kommentieren. Das wäre sehr interessant für uns, für weitere Untersuchungen. Aber hier steht jetzt erstmal nichts. Das bedeutet, wir stehen hier vor einer unbekannten Kirche. Wir wissen nicht, wann sie gegründet worden ist, von wem und so weiter und so fort. Und ja, wir hatten ein ganz lustiges Phänomen eben gerade, nämlich hier dieser Ort muss wirklich etwas sehr Spezielles sein, weil er zieht Akkuladungen. Also ich hatte einen ersten Akku drin, der war bei 80%, ist dann runtergeschossen auf 14, wo ich ihn hatte. Und jetzt eben der frische Akku, den wir eben gerade reingemacht haben, der war bei 100% und ist jetzt, glaube ich, schon bei, also wo ich das letzte Mal drauf geguckt habe, schon bei 74% und das innerhalb weniger Augenblicke. Was an sich nicht spannendes wäre, aber du hattest die Akkus ja geladen. Genau, die waren voll. Knapp eine Viertelstunde gefahren und innerhalb dieser Viertelstunde sollen jetzt die Akkus so weit runtergegangen sein. Nee, man kann praktisch zuschauen, wie der Akku sich entlädt hier. Es ist echt spannend. Ja, lässt sich nicht erklären, aber es ist halt, wenn man es so miterlebt, schon richtig interessant. Es gibt Fragen auch, ja? wie kann das so sein? Aber gut, wir haben genug geschnackt jetzt. Wir zeigen euch jetzt mal die Wallfahrtskapelle und gehen los. Genau. So, das ist jetzt hier diese Wallfahrtskapelle. Da, wo der Holger steht. So, das ist diese Odilienkapelle. Huh? Okay. Und hier legen halt auch ganz viele Menschen Kreuze näher, die filme ich jetzt nicht aus Pietätsgründen, mit Wünschen und mit Danksagungen ganz viele. Dass sie ein Kind bekommen haben, ja, nach so langer Zeit, also schon wirklich spannend. Und hier ist eben diese heilige Odilia. Und es ist ganz spannend, eben mit den zwei Augen, die sie eben in diesem Buch, in der Bibel drinne hat. Und hier unten hat man dann halt eben Danksagungen und Menschen legen hier Blumen nieder und zünden Kerzen an.
Und dieser Wallfahrtsort ist halt eben auch bis heute noch stark aktiv. Morgens, Pfingstmontag, da gibt es wohl eine richtige Wallfahrt hierher mit Hunderten von Menschen. Und das ist eine ganz erstaunliche Geschichte für Kulturkontinuität, weil nämlich sehr wahrscheinlich, wenn das ja schon ein vorchristlicher Platz war, wo die Menschen sich aufgehalten haben und gepilgert sind, tun sie das bis heute, über Jahrtausende hinweg. Und das ist eigentlich eine ganz faszinierende Geschichte. Okay, und wir gucken jetzt nochmal uns die Quelle an. So, und jetzt hier ist der eigentliche Hotspot oder der eigentliche Grund, warum wir hier sind. Nämlich diese heilige alte Quelle. Und hier ist von dem Naturschutz ein ganz, ganz toller Spruch, den ich euch mal hier zeige. Verweile hier, betrachte still und staune, Zeugnis der Kraft und Schönheit der Natur, die vor uns lebten, haben schützend es bewahrt, drum ist es für uns Pflicht, dies Erbe zu erhalten. Und das ist wirklich ganz, ganz toll, dass man diese Quelle eigentlich noch so sehr schützt und dem Ganzen halt eben auch noch so eine große Bedeutung zumisst. Das ist ja nicht immer so generell, ne? Also das ist, manche Quellen werden ja auch irgendwie da ziemlich bös, wenn es jetzt mal böswillig misshandelt. Und die hier ist es ja wirklich noch so, dass die Leute hierher kommen dürfen, sie dürfen sich das Wasser abfüllen. Und ja, das ist total gut. Und trinken kann man es auch extremst gut. Ja, aber das Wasser ist... Ich finde auch die Qualität des Wassers daran, wie viel Schaum nachher übrig bleibt, nämlich gar keiner. Ja. Das hat mir mein Vater mal erklärt, je mehr Schaum auf dem Wasser ist, desto mehr Chemikalien, desto dreckiger ist es. Und das hier ist absolut klar. Schade, dass ihr es nicht probieren könnt, aber das ist so, das ist von der Temperatur her, das hat 8 bis 10 Grad. Ja, das ist perfekt trinkbar, ne? Das ist unglaublich erfrischend. Ja. Gut, hier hat man dann natürlich diese Mauer noch, aber das ist ja alles dann modern gemacht. Ja, ein total spannender Ort. Und hier kann man sehr, sehr gut nachvollziehen, dass es eben ein sehr alter, heiliger Ort gewesen sein muss, ne? Ja. Okay, also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.